Wir beschäftigen uns schon seit einiger Zeit mit dem Gleichnis von Seemann. Bis jetzt haben wir uns mit Böden beschäftigt, wo Same erstickt wurde. Same symbolisiert das Wort Gottes und Boden die Herzen der Zuhörer. Wort Gottes bedarf, wie wir gesehen haben, angemessener Reaktion. Gott sendet sein Wort zu uns mit einer bestimmten Absicht. Und dieses Wort kehrt nicht leer zu ihm zurück. Reaktionen der Menschen darauf sind aber dennoch sehr unterschiedlich. Der eine macht von vornherein dicht und lehnt es kategorisch ab. Der zweite nimmt zwar Gottes Wort auf, lässt aber das Wort nicht tief in sein Herzen Wurzeln schlagen, weil im Herzen etwas Wichtigeres gibt als Gott und weil man es gerade nicht loslassen möchte. Der Dritte nimmt das Wort Gottes auf. Das Wort Gottes fängt die Wurzeln zu schlagen, aber die Sorgen dieser Welt und das Streben nach mehr, nach Wohlstand, ersticken das Wort Gottes im Herzen. Der vierte Bodensart stellt einen guten fruchtbaren Boden dar. Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wir lesen davon in Matthäus Evangelium Kapitel 13, Vers 8 und 23. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine hundertfach, das andere 60, das andere 30-fach. Vers 23. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, diese ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 60-fach. Fruchtbarer Boden symbolisiert ein bereitwilliges Herz. Ein Herz, der das Wort Gottes in sich aufsaugt und aufnimmt. In anderen Evangelien lesen wir ergänzend, wie solch ein Herz auf Wort Gottes reagiert. Ich möchte es nochmal dabei betonen. Gott erwartet eben eine bestimmte Reaktion seitens der Zuhörer auf sein Wort. Der sendet es nicht einfach so, sondern mit einem ganz bestimmten Ziel. Und Ziel von seinem Wort ist immer dein und mein Herz. Denn sein Wort hat unergründliche Macht, dich und mich zu verändern. Wann fängt Wort Gottes an zu wirken? Und vor allem, wie geschieht es? Johannes Evangelium spricht von Hören und Aufnehmen. Matthäus Evangelium von Hören und Verstehen. Lukas spricht von Hören und im Herzen bewahren. Das sind ganz wichtige Ergänzungen, die uns den Prozess des Gedeihens verdeutlichen. Ein fruchtbarer Boden stellt einen Wiedergeburt dar, was Gott im Gang setzt. Das Wort Gottes fängt an zu keimen und seine Wurzeln zu schlagen. Es wächst und gedeiht und es kommt irgendwann mal zu der Frucht. Ertrag der Früchte ist sehr unterschiedlich. Der eine Boden bringt 30-facher Ertrag, der zweite 60-fach und der dritte 100-fach Ertrag. Auf der einen Seite schenkt dieser Wachstum Gott selbst. Auf der anderen Seite hängt es von Boden ab, ob dieser 30-fach, 60-fach oder 100-fach Ertrag bringt. Das Wort Gottes hat unheimliches Potenzial, neues Leben zu bewirken und auszulösen. Das Wort Gottes bedarf meiner ganzen Aufmerksamkeit, Konzentration und Annahme. Hören und verstehen und darüber nachdenken und das Wort Gottes in sein eigenes Leben hineinrufen. Es bedeutet auch aufrichtiges Gebet: Herr, schenke es mir, dass ich verstehe, was du mir persönlich zu sagen hast. Öffne du mein Herz, meine Augen und Ohren. Es beinhaltet persönliche Bedarf und Not zu verspüren. Es bedeutet, die Kostbarkeit des Wortes zu fassen. Das bedeutet, Wort Gottes im Herzen bewahren, wie ein Gewinn und einen Schatz. Lukas Evangelium bringt es gut auf den Punkt, wozu es dann führt. Mit Ausharren, Frucht bringen, ist gerade dieser Effekt. Gottes Wort durchdringt alle Sinne und verändert einen von innen nach außen.
Von uns wird Nachhaltigkeit und Beständigkeit, wie auch Mühe abverlangt, diesem Wort Gottes einen Ehrenplatz im Herzen zu gewähren, zu leisten, sich damit zu beschäftigen. Gottes Wort stellt somit einzigartige Chance dar, Gott wohlgefälliges Leben zu führen und ihm Freude zu machen. Gott sät den Samen aus. Er schenkt Wachstum und er wird Früchte ernten zu seiner Zeit und zu seiner Ehre. Gott will Gehör finden im Herzen, im Inneren der Menschen. Gott will neues Leben schaffen. Und er tut das gerade durch seinen Wort, durch die Predigt seines kommenden Reiches. Für mich ist das immer wieder ein Wunder zu sehen, wie aus Saat eine Pflanze wird. Dann, wie auch diesen Prozess zu beobachten, wie das passiert, wie es irgendwann mal auch zu der Frucht kommt, den man gerne am Ende auch genießen kann. Obst, Gemüse, Jahr für Jahr, das ist Gottes Fürsorge, das ist Gottes Güte und seine Gnade. Mit Wort Gottes verhält es sich ähnlich. Lass uns das Wort Gottes deshalb nicht für gering achten, sondern in unseren Herzen wohnen und gedeihen lassen. Lass uns beständig und nachhaltig diesem Wort Gottes Glauben schenken und Folge leisten. Lass uns darum bitten, dass wir dieses Wort verstehen und annehmen, bewahren und Gott ehren. Wenn die Wesenszüge unseres Herrn Jesus Christus in uns zu sehen sind, dann bringen wir Frucht. Lass uns an Liebe zu Gott und Menschen zunehmen. Möge Gott in unseren Herzen fruchtbaren Boden bereiten und bewirken, damit du und ich noch mehr Frucht bringen, ihm zur Ehre. Amen.